So, guck mal, dass es diesmal klappt. Ja, da wollen wir alle hoffen. So, ich bin drin. Piep, 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 piep. Gerade noch. Das Lustige ist, Ich auch. die Aurora, die wackelt ja gewaltig. Wie so ein Zweitakt-Moped. Oh, ich bin drin. Das ist ein typischer Zweitakter. Ich 1 bin von auch 5, drin. es sind 5 Personen drin. Ja, dann sind wir voll. Wer ist alles drin? Pixel Jagdtan, Polish ist auch drin, Pixel sehr Polish, schön. yeah, Pixel Polish, you're in it. Apollo, Obenotus, Semila. Wunderbar. Dann. Let's fetz. Player is not ready, 1. Wer ist noch nicht ready? No. Everyone Pixel, ready? glaube ich. Pixel, get ready. When ready, Press press X. X. Press X. Er fände 300 die übrigens. Die 300. Ja. Wird wahrscheinlich er gewinnen. Aber was soll's. Aber man muss sie auch fliegen können. Genau. Ich schaue mir jetzt die drei Auroras an. Schön von hinten. So, Game Starts in 3, Sehr schön. Und los geht's. Dun, dun, dun. Daus. Wow. Pixel Polish ist an mir vorbeigedonnert. Oh, da geht's ja gerade runter. Wow. So, wui. Hey, aber mit der Aurora ist es ein gemütlicher, ja, Kaffeefahrt. Gemütliche Kaffeefahrt. Ich glaube, der Pixel Polish ist hier gleich weitergedonnert, als er sollte. Ja, der ist irgendwie weiter nach unten geflogen, Ja, keine er Ahnung. ist zu schnell. Ah, da, oh, jetzt kommt Am Tor Aquila. vorbei. Adama, ja. Er hat das Tor wieder gefunden, er ist wieder bei euch. Okay. Also mit der Aurora ist eine gemütliche Kaffeefahrt hier. La la la, Sightseeing-Tour. Aber es ist gerade gut, um die Strecke ein bisschen kennenzulernen. Ja, die hat ziemlich enge Kurven, die schwerste Ja, Strecke. das ist fast schon gut, dass man da eigentlich mit der Aurora rumfliegt, weil Und die man kann 300i fliegen hat tun. sichtliche Probleme, die Kurven zu kriegen. Ja, da müsste fast schon die 350 haben, da kommt er besser durch. Ich hatte vorhin auch ein paar Anfangsschwierigkeiten mit der 300i, der Strecke. Ja. Oh, da ist jemand an mir vorbeigedonnert. Wer ist das? Jagdan. Aber Apollo, du bist ja auch mit der Aurora unterwegs, oder? Ja. Verdammt, wieso bist du so schnell? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe Jagdan überholt. Nein, ich wusste sicher, dass Jagd an mir in den Arsch donnert. Das ist ja unglaublich. Jetzt muss ich zurück und da wieder durchfliegen. Verflixt noch eins. So. Yeah. Oh, da ist gerade der Pixel Polish an mir vorbei. Pixel Polish died. Checkpoint. Aber ist ja Also vorhin, klar. als ich mit der 300i durchgerast bin, ne, dann hätte so schöne Action-Musik gepasst. Also wenn ich wieder hier mit der Aurora lang fahre, dann könnte so eine Fahrstuhlmusik Oh, jetzt ist ganz schon wieder passend sein. Jagd dann gleich Höhe bei mir durch das Dings durch. Was soll das? Willst du hier irgendwie? Er sucht deine Nähe. Du bist Ich merk sofort. schon. Aber So. momentan liegt Apollo vorne. Oder Ja, Adama, meine ich. genau. Wo geht's denn hier durch? Ach, da unten. Ja, Apollo, Adama. Obinotus Ja, ist. Kuriose. Was? Obinotus hat dich überholt, als du und Jaktan eine nähere Begegnung hatten. Ah, als wir uns geküsst haben, sozusagen. Wo er sozusagen meinen Po schnuppern wollte. Wo geht's denn hier durch? Boah, dadurch?
Aber wenn man da schnell durchgeht, da landet man direkt in dem Gebäude drin. Oh. Oh. Pixel, give all your power, you can make it. Also, eigentlich so das favorisierte Schiff, aber er scheint die Strecke noch nicht gefahren zu sein. Ja, das kann durchaus sein. This is the hardest parkour of Murray Cup. Ja, yeah, that's the hardest. Fastest track. Ja. Ich bin mit Aurora mit der Kaffeefahrt. Ich bin zweitletzter Platz. Wer ist denn letzter Platz? Die Hornet noch hinter dir? Nein, der Jagdmann ist jetzt vor mir, der ist jetzt weggepfeffert. Ich kann nicht schneller als meine, was? 150. Aber ich kann mich auch ganz gemütlich zurücklehnen. Da, Jagdmann wartet extra auf mich, sehe ich das richtig? Ich hatte nur schwarz vor Augen. Ach so. Ich lehne mich gerade ein bisschen zurück in meinen Markusstuhl, wie das vorher so schön genannt wurde. Und mache eine gemütliche Kaffeefahrt. Ach, da geht's lang. Oh. So. Aber es ist gut, dass ich jetzt mit der Aurora hier sozusagen durch schütterle. Oh, das ist aber ganz ekelhaft. Da muss ich ja durch. Oh, da geht's runter. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Oh, da geht's ganz runter. Sturzflug. Also ich hätte mir Hammer. Vieles vorstellen können bei dem Rennen, aber dass ich als Erster in der ersten Runde durchfahre, eher weniger. Das war ein Punkt, der nicht in deinem Vokabular entstand, Erster zu sein, oder? Oh, Jagdan ist wieder vor mir. Hör, warst du kurz hinter mir wieder? Oh. Ganz gemein, da mitten in der Strecke haben sie einfach hier noch Häuser reingestellt. Wenn du dich da aufpasst, schnell durchfliegst, bam, bist du drin. Aber mich freut es, dass ich Vierter von Fünfter bin. Ich bin nicht Letzter. Also jemand hat entweder... Pixel Polish died. Obala. Vielleicht hat jemand irgendwas verpasst. Tja, gemütlich hier. Also wenn mir jetzt jemand noch eine Decke verkauft und eine Kaffeemaschine und so, dann fühle ich mich wie auf der Kaffeefahrt hier auf dem Rhein. Ich kann mir das schon richtig gut vor. Hersteller natürlich, ganz klar, Bering Applied Technology. Bering Applied Technology. BIG, we want the racing Aurora, give us Nitro. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, mit Aurora, ja, du kannst auch mal gemütlich. Also wenn man mit Aurora Rennen macht, ich sag mal so, zum Glück sind wir jetzt hier mit Aurora drin, weil sonst hier mit der 350er. Oh, Himmel hilf! Oh, geil, M50. Ja, die M50 ist da schon wendiger als die 350. Die 350 hat einfach nur Speed und das ist dann nicht mehr gemütlich. Erstmal die Strecken kennenlernen, sag ich mal da immer. Wow! Hey, ich bin Dritter von Fünfter. Wen hab ich denn jetzt überholt? Jagd dann wieder? Garantiert. Das freut mich. Ist, glaube ich, gerade gestorben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja. Ja, du, wie gesagt. Wisst ihr, was ich auch cool finde, was ich mir heute gedacht habe, als ich hier die Strecke auf Monaco gefahren bin? Nee? Wenn die Rennwege hier mal ausgereift und so sind, na, in der letzten Version wäre es cool, wenn auch Leute einfach nur so einen Kommentator-Slot belegen können, ohne Rennen zu fliegen, und dann auch über diese Außenlautsprecher kommen. Das wäre richtig cool. Das wäre schön, ja. Das ist ja das mit dem Star Racing, wo wir ja da veranstalten, ist auch etwas, was bei uns im Punkt steht, wo wir CIG anfragen, ob der Ötzte jagt dann wieder durch hier. Auf Wiedersehen, Adama. Ich bin an dir vorbei. Ja, irgendwie hänge ich an irgendetwas. Keine Ahnung. Ja, wenn du das Tor manchmal irgendwie zu eng nimmst, bleibst du da schön kleben. Ja, ich klebe da jetzt. Ich kann mich nicht bewegen. Der Jagdmann ist wieder an mir vorbeigedonnert. Ist ja wieder gemein. Ach, Quatsch. Kann ich nur hoffen, dass es sich wieder irgendwo in den Kopf anstößt. Oh, da war die Hornet. Apollo ist da. Ah. Ja, ich... Ja, jetzt bin ich explodiert, danke. Jetzt hast du dich zerschellt. Ich bin Dritter von Fünfter, yeah. Ich bin so stolz. Kann man mal sehen, wie schnell man seine Führung verlieren kann. So sieht's aus.
Aber ich glaube, ich muss dann mal das Offline mal mit der 350er ausprobieren. Jagdan, wo gehst du durch? Nirgendwo. Merke ich gerade. Oh. Ich bin zweiter Platz. Wie gemütlich im Fliegen. Wo sind wir hier denn? Ach da, ich fliege auf dem Kopf. Dann drehen wir uns mal kurz. Ich glaube, ich habe bei dem nicht mal irgendwie einen Trust, einen Boost oder so. Also ich spüre nichts vom Boost. Zumindest ist es kein Haupttriebwerk. Das Ding besteht nur aus Trust. Ja, genau. Naja, Aurora, hier kann ich mir keinen Tee verschütteln. So schnell ist sie. Frag mich, wie sich die. Wie heißt das neue Schiff, das demnächst rauskommt, was mit der Aurora gleich ist? Mustang. Die Mustang. Wie sich die Mustang hier fliegen würde. Mustang soll mit der Aurora gleich sein? So, ja, sag ich mal, als Anfängerschiff. Mustang ist ein Starterschiff. Ja, Mustang ist ein Starterschiff, gibt es aber auch eine Rennvariante. Ja, okay. Gibt es dann von der Aurora auch eine Rennvariante? Keine Ahnung. Von der Aurora, nein. Wieso? Also wieso bis jetzt nicht? Mal nicht, sagen wir mal so. Da wenn du so einen vernünftigen Antrieb hinten reinsetzen würdest, wäre der Durchmesser des Antriebes größer als die Aurora selbst. Oh ja. So, mal gucken, wenn ich jemand gemütlich... Oh, Semi, da sehe ich schon wieder deine Rotlichter. Ah, verdammt! Muss ein bisschen hier abkürzen. Nee. So, aber da habe ich eine Chance. Da, wenn es mir ganz stark runtergeht und so eng, die engen Kurven sind die Vorteile der Aurora. Dann, wenn du wieder übers Ziel hinausschießt. So. Also keine 2 Sekunden trennen uns so ungefähr. Hat einer von euch Oculus Rift? Nein, leider nicht. Da wird's mir schlecht. Ich werde aber Track IR versuchen. Boah, das wird echt knapp. Ich glaube, vor Start und Ziel können wir uns noch treffen. Ja, aber es geht noch eine Runde. Ja. Also du hast noch genügend Chancen. Aber trotzdem müssen wir da beide reinpassen erstmal. Ja, weil ich mich frage, wie sich das hier auch anfühlen würde, wenn man das mit Oculus spielen würde. Oh, jetzt habe ich auch erstmal wieder Boost. Oder Track IR. Da wird es wahrscheinlich wieder schlecht, wenn irgendwie die Oculus Rift benutzt. Oh, da kam auf einmal die Hornet. Da, jawohl. Der Jagdhahn ist an mir vorbeigedonnert. Und jetzt? Aber, jetzt? Na, ich kann nicht küssen. Ich kann nicht küssen, Semi. Ich möchte gerne jetzt den Hinter-Dings anmachen, also damit ich hier hinten sehen kann, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht... da bist du an mir vorbeigeschlittert. Guck an, die Kurven gekratzt hier. Ich bin auch so halb an so einem Tannenbaum vorbeigekommen. Ah, da muss ich es auch mal versuchen hier. Oh, da ist gerade der Pixel Polish an mir vorbeigedonnert. Ach ja, den gibt's ja auch. Jetzt auch noch. Jetzt werde ich ein bisschen zu übermütig hier. Nicht mehr gemütliches Fliegen. Ich bin Vierter von Fünfter wieder. Verflixt noch eins. Ja, der hat mich wieder komplett aus der Bahn geworfen. So. Oh, jetzt wieder gestorben. Oh ja, da habe ich wieder die Chance, wieder aufzuholen. Einmal on the whole other level. Nice. Ja, der ist hinter dir, der ist direkt hinter dir. Oh, und dann geht einmal Gas und da gehe ich ein bisschen hier runter, damit er nicht mich küsst von hinten. Ja, wo ist der denn? Keine Ahnung, wo er ist. Da habt ihr jetzt schon wieder das Tor verfehlt. Also ich bin schon beim 12. Tor, wo seid ihr? Keine Ahnung, sagt ihr. Ich bin beim 10. Und da hat Jagdan gerade geküsst, ja, beim 10. Tor. Schauen hier. Meine Chance! Oh, der Pixel Polish kommt wieder, Achtung! Ja, ich versuche hier ein bisschen Zeit zu gewinnen, wenn wir kleinen Abkürzungen. Ich werde immer wie mutiger. Kann auch einen Kran kosten. Oh, da ist er mir vorbeigedonnert. Ja.
Ja, red doch schon mal was. Ah, Naben, da sagt er, wer ist da? Deraxio. Ah, hallo Deraxio, du bist auch wieder dabei. Wunderbar, freut mich. So. Boah, da kam ich noch nicht wieder. Ja, wahrscheinlich wird er mich auch gerade wieder überrunden. Wow, ich fliege hier unten durch. So. Oh! Da ist der Jagd dann wieder an mir vorbeigedonnert. Ich kann nur wieder hoffen, dass er da wieder eigentlich das Zeitliche segnet. So. Und durch mit uns. Oh, jetzt sind wir knapper hier. So. Gehen wir direkt hier durch. Abkürzung. Oh, hier geht's ja senkrecht runter. Genau. Ab 22, ich bin hier am Kurven schneiden und Abkürzungen nehmen, das ist gar nicht mehr schön. Tobi, du kennst doch die Tastatur auswendig. Wo war nochmal Vielfalt-Modus on-off? Die Backspace, oder nicht? Oder Tab? Mit Einfügen da, oder? Dass du diese Sichtweite hast. Dritte Person, oder? Wisse. Nein! Free-Flight-Modus. Ach so, Free-Flight. Das ist, die Caps-Lock-Taste. Oh. Ja, bei mir hat sich das Spiel aufgehangen. Ja, Schrott. Das ist sehr lustig. Nicht, ich meinte nicht umschauen. Ich meinte hier. I win! Ohne GeForce. Das ist sehr interessant, dass sich mein Spiel aufgehangen hat. Weil ich genau in dem Moment, wo sich das Spiel aufgehangen hat, habe ich nämlich gerade Boost gedrückt. Und immer wenn ich Boost drücke, vibriert mein Controller. Jetzt vibriert er durchgehend, wenn man das vielleicht im Hintergrund hört. Das hört sich jetzt an wie so ein Vibrator. Ich bin zweiter Platz. Yeah! Hilfe, 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 Hilfe. Egal, welches das ist, war GeForce. Hallo Aurora-Partner. Die Auroras haben gewonnen, obwohl sie langsam ist. Ich bin ja auch nicht ordentlich geflogen. Also jetzt, in der letzten Runde habe ich ja Abkürzung genommen, unglaublich. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Du musst deine Größe einsetzen. Genau, aber ich kannte die Strecke noch nicht. Aber ding! Die zwei Auroras haben gewonnen gegen eine Hornet und eine 300i. Ding! Ja, Star, Zit, funktioniert. Schade. Ich muss jetzt mal wieder GeForce raus. Ich hasse das, wenn das drin ist. Das war doch Tabulator-Taste, Caps-Lock-Taste und solche Sachen, oder nicht? Ich hab halt alles auf meine Hot-Taste gemacht, also weiß ich nicht mehr, wo was auf der Tastatur ist. Wenn man ganz schnell in Ruhe schauen. Aber mit GeForce kann man das gar nicht mehr fliegen. Ja, Pixelpolle schreibt gerade, das war seine erste Runde auf der Strecke. Yeah, Pixel Polish, you're not the only one. It was also the first time for me. But the better thing is, I had the Aurora, so it was better controllable than the 300 and I. Och, ich bin immer noch auf Vollgas hier. So, jetzt wieder zurückstellen. Im Loading Screen. Loading, loading, loading. Loading, 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 oh yeah. Yeah, Pixel Polish, when you miss one point, one checkpoint, and you fly straight through to the next one, it first counts when you go again to this missed checkpoint, so you can really go
the whole round till you are on the same checkpoint. And first, when you trespass this one, it will continue. So, don't miss a checkpoint. So, ich bin jetzt wieder zurück im Hangar, aber ich muss einmal kurz weg zum Wasser lassen. Jawohl, ich bin auch zurück im Hangar. So, wollen wir mal wieder eine gemütlichere Strecke nehmen. Die war doch jetzt schon ein bisschen heftig, also boah. Oder die versuchen mit der 350R durchzudonnern. Ping-Pong vorprogrammiert. Ja, möchtest du 350R mal auf der Karte testen? Bei der Strecke da? Können wir mal versuchen. Dann warten wir, bis die anderen wieder da sind, alle. Und dann können wir wieder weitermachen. Interaxio schreibt, wird das Game, wenn es fertig ist, auch auf Deutsch rauskommen? Ja, sie haben geschrieben, dass es auch lokalisiert wird auf Deutsch. Ich glaube, die, die sie jetzt angekündigt haben, waren Deutsch, Spanisch, Französisch, glaube ich, oder? Ja, Französisch auch dabei. Ja, ich glaube, da war das. Bin wieder zurück. Ja, wenn French is banned on English. Localization. So, was fahren wir jetzt? Wir machen die gleiche Strecke nochmal und ich habe gesagt, ich versuche jetzt mal mit der 350R das durchzumeistern. Würde ich auch gerne nehmen, aber ich nehme dann die 300i einfach mal. Ja. Was kann ich mir vorstellen? Uiuiuiui. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich mal ein Upgrade machen soll, weil das Rennen gefällt mir doch schon mehr als ich dachte am Anfang. Ja, kauf dir doch dann ingame eine M50. Ist nicht eine N50 auch bei der 890 Jump dabei oder so? Kaufst du die? Nee, es besteht die Möglichkeit, dass du da eine drin parken kannst, so hieß es. Habe ich das falsch verstanden? Ja, das Ding ist ja auch nicht gerade groß. Ein Baby-Sternzerstörer. Mama! Ist doch wahr. Was, die 890 Jump? Ja. Genau. So, sind alle wieder da und bereit? Das jawohl. Okay, das dann sieht dann so aus, die 98 Jump schmeißt ein, aus der große weiße Wal schmeißt einen roten Punkt. So, also, ich starte. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer auf Vollgas bleiben hier, sonst... Den Boost weiße einsetzen, würde ich mal sagen. Oh ja. Deine Grundgeschwindigkeit ist, denke ich mal, schon hoch genug. Na, der Boost macht dich ja nicht schneller als die Höchstgeschwindigkeit. Der bringt nur schneller an die Höchstgeschwindigkeit ran. Ja, oder ändert mal die Richtung. Genau, das. Ab der Höchstgeschwindigkeit bleibt die 300 von der 350R. Hat sie die durchweg? Ja. Gut, ich habe eine Match-ID. Aufgepasst. 9... 1, Theodor, Mama, Karl, 6, Friedrich, Anna, Emil. Ich wiederhole. 9, 1, Theodor, Mama, Karl, 6, Friedrich, Anna, Emil. Successful. Wer hast du Karl noch? Diesmal mit K wieder. Karl immer mit K, ja. Deutscher Karl, nicht englischer Karl. Gut, dann machen wir Join rein. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich? Ich weiß es nie. 15. 15 mittlerweile. Bei mir zumindestens. Also, liebe Leute, jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich jetzt völlig abkacke mit der 350R bei dieser Strecke. Vorher war es eine Kaffeefahrt mit der Aurora, jetzt wird es ein Höllenritt.
Wenn du dir jetzt eine Tasse Kaffee mitnimmst, darfst du deinen Lendenbereich schon mal vorbereiten, dass er verbrüht. Ja. Ist, glaube ich, nicht gesund. Da gucken wir mal, wie man sich erschlagen kann. So, wie es ausschaut, ich höre. Na? Ich höre die Musik, jawohl, ich bin drin. Jaktan, Obinotus und ich sind schon drin. Oh, ist Obinotus auch bei der 350 drin? Obi. Obi. Ja, ja, bin da. Bist du auch bei der 350 drin, wie ich sehe? Ja. Ich bin bei der 350. Okay. Ja. Mechno ist mit der 50er drin, hä? Deine Räder klappen ein, aus mit der 50er. Ja, super. Wie steht's mit meinen Rädern? M50 oder was? Der ist mit der M50 drin, ja. So viel ich sehen. Habe ich jetzt das langsamste Schiff? Nee, ich glaube, das bin immer noch ich. Na? Ach ja, du hast ja die Freunde. Jagdhund ist ready. So, 5 Spieler sind da. Okay, ich drücke X. Ich höre jetzt gerade noch die Musik, also ich dürfte auch jeden Moment da sein. Ja, 5 und 5 sind drin. Captain Apollo neben dran, 300 sehe ich da, jawohl. Boah, das wird jetzt ein heißer Fight, denke ich. Ja, so viele Rennen Tote startet in 45 nicht. Sekunden. So viele Tote wird es nicht geben. 4, jawohl. Wenn ich mir so die 350 3. M mit ihren 2 Triebwerken angucke. Wuffa! Boah! Da ist irgendjemand nicht losgefahren, doch? Nee, wollte nicht. Aua! Hey, au! Oh. Ihr müsst mich nicht. Scheiße! Das war so. Ja, ich bin wieder GeForce frei. Also, ich glaube, jetzt haben 3 Stück mich irgendwie geküsst die ganze Zeit. Alter, die Hornet ist vorne, was soll das denn? Ja, vor allem, weil mich da jeder gerade am Arsch geküsst hat vorher. Autsch. Wow. Oh, es ist dunkel geworden. Hoppa. Aua. Jetzt hab ich mich wieder voll. Wo geht's denn hier lang? Ah, da geht's lang. Boah. Ich schau mir das wieder nur von hinten an. Boah. Ich muss nochmal zurück, warte. Ey, sag's euch, mit der 350 ist es ganz anders jetzt. Boah. Wird abgezischt. Wow. Da war eine Wand. Wow. Oh, da unten muss ich durch. Wow, Checkpoint. Boah. Ich muss hier irgendwie ein bisschen Gas geben. Die Hornet macht erstmal ein paar schöne Rollen. Ja. Die Hornet macht Kunstflug. Also, da gibt's Pluspunkte in der B-Note. Boah, wo bin ich denn jetzt schon wieder gegen geflogen? Auch die B-Note ist wichtig. Ja. Hey Leute. Das geht. Ich bin jetzt irgendwo in der. Muss ich hin? Oh, nee, jetzt Lost in Space. Warte, vor den Augen sehe ich gerade. Habe ich irgendjemanden gerade überholt? Mich gerade. Meine ich jedenfalls. Oh, ich fliege immer noch auf dem Kopf, sehe ich gerade. Hab ich so scheißegal. Wow. Wow. Checkpoint. Ui. Geht ab, nirgendwo gegen gesammelt. Ne, oh, ich bin dagegen gesammelt. Wow. Ah, ich hab leider total vermasselt, leider. Ich fliege immer noch auf den Kopf, sehe ich gerade. Oh, da geht's runter. Ich sehe nicht, was durchgeht. Da geht's dann durch, okay. Wosch. Das sollte man wieder nicht. Ah, zu flach. Wobla. Wow.
es ist neblig. Wer ist Erster? Puh, ich. Oh, super. Ich gehe mit Volldampf durch. Hallo, Ubi. irgendwas ist kaputt. Wey. Ah, da geht's lang. Wow. Hey, ich bin hier voll konzentriert, mein lieber Leute. Hast du mich überholt, Jagdan? Keine Ahnung. Wow. Ach, oh Mann, aufgrund dessen, das ist alles so, als wäre meine Scheibe beschlagen. Ich sah nichts mehr. Yes, wo bin ich denn? Keine Ahnung. Wow, wow. Ey, sag's Leute, ich bin hier. Ich bin hier, um ruhig zu füllen. Cool, ich hab die erste Lab komplett. Nee, dann hab ich dich nicht überholt. Wow, bin ich am rumruckeln? Ich wäre gleich auf jeden Fall nochmal für eine Wiederholung. Ja, kann ich dich verstehen. Ui, wo bin ich denn? Oh. Da bin ich. Wow. Auf jeden Fall, die 350er ist ein Racer. Ja, aber ich bin ja voll. Boah. Ihr seht mich ja, wie ich da am Rumgurken bin. Was hab ich denn jetzt gemacht? Boah, immer schwarz vor den Augen mir. Oh, jetzt hat's mich ein bisschen erwischt. Yes! Ist auch so eng hier durchzufliegen. Boah. Bei welcher Minute bist du Laptime? Ich habe keine Ahnung. Aber mir gefriert. Du konzentrierst dich rein aufs Fliegen. Oh ja. Glaub mir, da bin ich voll dran im Moment. Ich habe schon schwitzige Hände. Das ist absolut. Bin ich wieder auf das Ziel geraten. Bin bei Tor 15 der zweiten. So, ich bin wieder auf das Ziel geraten. Die zweite Dings durch. Ich bin nicht mal bei Tor 10. Ich bin noch hinter dir, Jagd. Was soll ich denn sagen? Gut, ich kann mich rausreden, ich habe nur eine Hornet. Ja, genau. wie sagst du euch mit der 350? Ich bin am Schwitzen, das glaubt ihr nicht. So muss das sein. Das ist extrem, dass du mit alles andere ist kein Rennen. Ja, genau. Oh, da bin ich jetzt reingedonnert. Okay, langsam. Okay, und weiter im Text. Leute, ihr glaubt's nicht, das ist Adrenalin pur. Das kann ich euch verraten. Aua. Adla. Wupp. Das ist wirklich Adrenalin pur, Leute. Müsst ihr ausprobieren, mit der 350R hier durchzudonnern. Ist nicht mehr normal. Puh.
schon, komm schon! Ach, was ist hinter mir? Ach so. Ich weiß gar nicht, ist jemand da noch hinter mir? Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich bin jetzt gerade bei der dritten Runde beim fünften Tor. Okay. Und ich bin froh, dass ich durch die Tore komme, unbeschadet. Ja, ich auch, ja. Oh, irgendwas habe ich touchiert. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ah, da sind die Pfeile. Da geht's dann nicht mal weiter. Oh. Gut. Und drin. Da bin ich durch. Ja, ich muss sagen, die 350R beherrscht doch ein bisschen besser als die Hornet. Oh, ich habe Jagdhahn im Sichtfeld. Naja, es ist kein Wunder. Aber du stirbst gleich garantiert nochmal. Danke. Bitte. Oder hier, die zwei Wänden sind schnell genug, dass ich auf Platz 3 lande, weil das Rennfeuer beendet wird. Jetzt beeil dich mal. Kann wenigstens nicht mehr überrundet werden. Nein! Ja. Bist du gestorben? Ja, weißt du, wo du erst runter und dann wieder hochfliegen musst. Da ist so ein doofer Pfeiler direkt in der Mitte. Boah, Leute, ich komme in die Zielgeraden. Und... Ich hab Spaß. Letzte Runde. Nee, gewonnen. Was war? Gewonnen. Komm, ich mach sogar blind Checkpoints. Leute. Ich bin fix und fertig. Wir trotzdem nochmal für eine Wiederholung. Das war eine blamable Vorstellung von mir. Ja. So, jetzt schwierigste Stufe mit Außenansicht. Ja! Ja, 3D. Leute, das sieht vielleicht einfach aus, hier durchzufliegen, wenn ihr hier zuguckt bei Twitch. Aber wenn ihr eine 350R habt, holt euch die schwierigste Strecke, macht mal das nach. Schwitzige Hände. Ich bin direkt hinter dir, ich hab's doch geschafft. Wow, wo bin ich? Nein, ich bin am das Tor vorbei. Rennen endet jetzt. Ja! Sieg auf Zeit! Boah, 3:18. Gegenüber der besten Runde habe ich eine ganze Minute länger gebraucht. Ja, ich war gerade bei Tor 23, fast hätte ich es auch Mechno geschafft. Mechno hat die schnellste Runde mit 3:15. Mhm. Oh. Hey Leute, war super. Oh. Hammerhart. Mechno will eine Revanche. Mechno, ich weiß nicht, ob ich jetzt böse sein muss, aber ich kann nicht mehr. Ich bin völlig aufgelöst. Boah. Vor lauter Schreck habe ich jetzt bald einen Liter Birnensaft getrunken. Ihr könnt euch vorstellen, was das morgen nach dem Aufstehen auf der Toilette bedeutet. Oh oh. Ja. Der Raxio mit ich will eine Revanche von Mechno heißt, dass er nochmal fliegen will. Es gibt kein Schiff, das Revanche heißt im Moment. Revanche. Was sagst du, willst eine Super Hornet oder eine Gladius? Tja. Musst da halt warten, bis sie wieder im Verkauf sind, eventuell. Meine Gladius habe ich erst gerade letzte Woche eingeschmolzen wieder. Blip. So, liebe Leute. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Na? Obi? Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Apollo, jawohl. Hat doch Spaß gemacht. Aber jetzt haben wir auch schon wieder 23.46 Uhr. Ich glaube, nennen wir das mal
Ich kann nicht mal reden. Ziehen wir mal hier einen Schlussstrich, sag ich mal, mit dem Twitch-Stream. Ich bedanke mich an Captain Adama, Obinotus, an Jaktan, an Mechno LP, für dass ihr dabei wart. Und also a big thank you on Pixel Polish, that joined us on Twitch. Und somit werden wir sagen, ciao, ciao, Dankeschön fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.